Blau-weiße Banner der Lebenshilfe Gifhorn hängen vor den zwei Säulen einer Toreinfahrt. Auf dem Vorplatz des Schlosses Gifhorn sind viele Stände eines Volksfestes aufgebaut. Ein Mädchen trifft eine Dosenpyramide mit einem Ball. Kinder springen in einer Hüpfburg. Auf dem Schlossplatz ist eine Bühne aufgebaut, vor der viele Menschen sitzen. Die Band Hitpiraten tritt auf. Was wollen wir trinken? So ein Tor. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Voll das, was man ein. Wir trinken zusammen. Nicht allein. Tobias Kowalski, Lebenshilfe Gifhorn, Gitarrist und Initiator der Hitpiraten. An diesem herrlichen Frühsommertag. Wir sind ja nun mal eine reine Coverband gewesen, bis vor kurzem jedenfalls noch. Und da wir den anderen Künstlern ja die Titel rauben, haben wir gedacht, Hitpiraten passt ganz gut. Ich heiße Kai und ich singe. Und spiele Schlagzeug. Thomas Meyer heiße ich und bin Chaka Chaka. Steffen Rieker, Freiwilliger beim Projekt Hitpiraten. Ja, in letzter Zeit hat sich bei mir privat ein bisschen was geändert vor 2 Jahren. Ich hatte mehr Zeit, bin abends zu Hause gesessen. Wusste nicht mehr so richtig, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Hab was gesucht, was ich machen kann nebenbei. Hab schon immer drüber nachgedacht, eventuell im Ehrenamt was zu machen mit behinderten Menschen, weil ich in meinem alten Shop damit zu tun hatte und es mir immer Freude bereitet hat. Bin irgendwann beim Arzt gesessen und da lag auf dem Flyer, oder lag ein Flyer auf dem Tisch, wo drauf stand, wir suchen Ehrenamtliche. Bin dann auf den Flyer zu Frau Neumann gestoßen und die hat gesagt, du, das wäre ja gar nicht so schlecht. Als ehemaliger Musiker, da gibt's eine Band, hast du nicht Lust? Einige Menschen im Publikum klatschen im Takt. Steffen Rieker. Hauptsächlich bin ich dafür, der Tobias zu entlasten, der ja vorher im Endeffekt ein Mann-Show war. Vom Tontechnischen her, er musste aufbauen, er musste die Kabel stecken, er musste zusehen, dass der Sound auf der Bühne passt. Er musste zusehen, dass der Sound vor der Bühne passt. Und da entlaste ich ihn jetzt. Jetzt kann er halt sich um die Musik kümmern. Ich sehe zu, dass die Anlage aufgebaut wird, dass die Mikros eingestellt werden, spreche mit den Leuten, wo sie stehen. Hinter den Musikern auf der Bühne stehen Mischpult und Verstärker. Mann, oh Mann, was für ein Tag. Ich lehne mich zurück und tu, was ich mag. Endlich Schluss und egal, was geschieht, ich hab sie. Eine Einblendung. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei Haus der Lebenshilfe Gifhorn GmbH. Das Logo der Aktion Mensch erscheint rot auf weißem Hintergrund.